Servus Leute, und es ehrt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zum neuen Video, heute mit einem News-Video. Thema: neues Dokkan-Event kommt. Und wenn wir ein Dokkan-Event bekommen, kommt auch ein neuer Banner. Wir wissen von Team Dokkaner schon in etwa, was es sein wird. Es wird nämlich Goten und Gohan sein, LR, ein Dokkan-Festival, LR mit Active Skill. Jetzt haben wir aber hier ein paar Infos mehr, die überraschend sind. Zum einen steht hier, dass das Dokkan-Event priorisiert wird und als erstes auf der globalen Version kommt. Das bedeutet, es wird so wie der Hit-Banner sein. Wir werden als erstes den LR Goten und Gohan bekommen und später wird den JP dann bekommen. Ich weiß nicht, wie viel später oder vielleicht ist es auch noch am gleichen Goku-Tag, aber ich denke, es wird schon 3 Monate gehen, meiner Meinung nach, bis JP diese Karte bekommt. Cool für uns Globals. Wir haben einen Hype jetzt wieder. Wir kriegen als erstes einen Goten und Gohan, LR mit Active Skill, denn hier können wir auch schon rauslesen, The Brothers, die den Titel des Strongest, der Stärksten, claimen. Ich muss sagen, die Karte wird cool. Es ist eindeutig, dass es Goten und Gohan ist. Wir bekommen außerdem zwei neue SSR-Charaktere, die Dokkan Awaked werden können durch ihre Awakening Medals. Nun gut, könnte sein, dass es alte Units sind, denn wir wissen ja, wir haben noch zwei Karten offen, die auch aus der Movie Heroes Kategorie sind, die unbedingt mal ein Awakening brauchen. Hier steht aber New SSR, also könnte es von der Definition auch sein, dass wir zwei neue Nicht-Dokkan-Festival-Charaktere in den Banner mit reinbekommen. Ja, wäre auch okay. Vielleicht hat ja der ein oder andere Glück und zieht alle drei, wer weiß. Ansonsten steht hier noch Coming Soon Event Period. Das bedeutet, normalerweise, wenn wir so ein Announcement bekommen, dauert es 2 Tage, bis die Banner dann droppen, schlussendlich. Jetzt ist aber die Frage, wir haben Wochenende. Wir haben jetzt Donnerstag und 2 Tage werden Samstag. Dokkan hat noch nie was am Wochenende richtig released. Noch keine große Hype oder noch keine Top-Crossings oder irgendwas. Wir hatten auch die letzten Top-Crossings schon am Freitag erreicht und haben sie dann erst am Montag bekommen. Sieht so aus, als hätten die Betriebsferien am Wochenende. In dem Fall vermute ich mal, dass wir am 6. Mai, also am Montag, einen Data-Download bekommen und dann am Dienstag vielleicht den Banner-Release, sowas in dem Dreh, denn der Goku-Tag beginnt vom 7. Mai und geht 3 Tage. Dazu schauen wir uns jetzt mal die Units an. Wir wissen, dass es eine Goten- und Gohan-Karte wird, also werden sie Hybrid-Saiyan-Link-Kategorie haben. Sie werden Majin Buu Saga haben, Movie Heroes und Goku's Family. Eine Top-Unit. Wenn die Unit ein Hybrid Saiyan Leader wird, wovon ich sehr, sehr stark ausgehe, dann haltet mich zurück, dass ich meine ganzen Stones rausballer. Übrigens vermute ich, dass der STR Goten mitunter sein bester Linking-Partner wird, vor allem durch die Rainbow Key Spheres. Ist für ein LR immer sehr, sehr gut. Ich freue mich auch, dass Goten so viel Liebe dadurch jetzt auch bekommt durch die Karte. Deswegen, eigentlich ist es ein Muss für mich zusammen. Ich weiß aber nicht. Denkt dran. Ich kann euch einen Tipp mit auf den Weg geben. Spart eure Stones bis zum Vierjährigen. Ihr bekommt Red Coins, so oft man es auch noch sagen muss. Macht vielleicht 2 Multis in dem Banner. Danach geht raus und spart aufs Vierjährige. Nehmt die Red Coins mit. Und ich garantiere euch, in spätestens 5 bis 6 Monaten, hört sich jetzt übertrieben lang an, aber geht schnell vorbei in den Dokkan, kommt die Karte in den Banner wieder mit rein. Und wenn die Karte wieder in Banner mit reinkommt, dann könnt ihr sie euch holen für 500 Red Coins. Also überstürzt nichts. Falls ihr sie trotzdem aus 100 Multis oder aus 100 Multis, aus 100 Stones zieht, dann GG. Wir werden dazu auf jeden Fall, ich glaube, ein Video machen. Weil in Streams läuft, ich weiß nicht, wie ich es am. Mal schauen. Ich bitte inständig darum, dass ich sie in den ersten paar Multis bekomme. Hier haben wir noch den Gohan, boah, Family Kamehameha. Und mit dem Active Skill kommt Goku dazu. Die Frage ist es eine Transformationsmechanik wie der neue Zamasu in JP? Das heißt, ist Goku immer dabei oder ist es nur die Attacke Kamehameha? Ich denke mal, es wird. Ich hoffe, ihr drückt den Active Skill, dann kommt Family Kamehameha und Goku bleibt dann in der Karte mit drinne. Das wäre geil, also so eine Attack und eine Transformation, das wäre so busted. Ich könnte mir vorstellen, dass die Karte an Super Saiyan 4 Niveau rankommt. Ich könnte mir vorstellen, bin ich ehrlich. Vor allem, weil sie in JP jetzt ein bisschen später released wird, kann ich mir vorstellen, dass das Power Creep schon extrem hoch ist. Weiteres, wir haben die zwei Units, die ich mir gewünscht habe, dass sie awaken. Habe ich vorher schon gesagt. Wir haben von diesen Units immer noch kein Awakening. Und es werden zwei neue Karten awaked. Ich denke aber,
nicht, dass es jetzt alte Karten, alte neue Karten sind, sondern ich glaube, dass es wirklich neue Karten sind. Falls die Units trotzdem erwirkt werden, würde ich mich riesig freuen. Endgurten ist bei mir 100% und die Karte hat extrem gute Passive für sich, für eine normale SSR. Und glaub mir, die wird noch tausendmal mehr busted werden, die Karte. Genauso wie der Trunks. Für mich ist der Endgurten ein bisschen besser. Weil Reduced Damage received by 40%, wenn Guard is activated, bedeutet, dass die Karte nur gegen AGL-Units die 40% hat. Gurten hingegen hat eine 50% Chance, gegen alles zu reducen. Das ist ein bisschen was ein Vorteil ist, finde ich meiner Meinung nach. Ist ähnlich wie der God Vegeta, der STR. Ich hoffe, dass der Attack Buff noch um einiges höher geht. Mal schauen. Vielleicht noch einen kleinen Orb Changer mit dazu und die Karte wäre sick. Absolut geil. So viel zu dem Event. Wahrscheinlich gegen 7. Mai wird die Unit kommen. Ich bin gespannt, Mann. Ich bin hyped ein bisschen auf die Karte. Glaube, wird sie als erstes bekommen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Einen schönen Donnerstag. Haut da rein. Ciao, ciao, Jungs.